Ich begrüße euch recht herzlich im Spiel Final Fantasy 14 Stormblood zu einer neuen Jobklassenquest, welche ich mit euch zusammen angehen möchte. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Maschinisten. Von der Stufe 60 an bis Level 70 werde ich mit euch zusammen dies nun bewältigen. Und dafür werde ich natürlich das Interface mal einblenden, um euch mal zu zeigen, wo ich mich befinde. Und zwar befinde ich mich hier im Fundamente-Bereich Coertas, Koordinaten X8Y10 in der Himmelstahl-Werkstatt. Dort habe ich vor vielen Jahren aufgehört, den Maschinisten zu spielen. Um es genau zu sagen, ich habe das letzte Mal den Maschinisten gespielt in einer Jobklassenquest am 16.07.2015. Ja, ihr habt richtig gehört, es liegt schon über 5 Jahre her, wo ich das letzte Mal hier vor Ort gewesen bin mit dem Maschinisten. Und da bin ich natürlich jetzt extra doppelt so gespannt, ob ich da noch einen guten Einstieg bekomme und ob die überhaupt mich noch aufnehmen hier in die Gilde oder ob ich nur ein Teil der Gilde bin oder ob die sagen, nee, du hast den Gildenbeitrag nicht bezahlt, die monatliche Gildgebühr, du wurdest schon längst entlassen aus dem Dienst der Maschinisten, ich weiß nicht ganz genau. Also ich hoffe nicht, ich hoffe hier unser, ja, Gildenmeister, der Stefani im Hintergrund, der wird uns noch erkennen und auch wieder aufnehmen in die Gilde. Ja, wie schaut's aus? Wie gesagt, ich habe, wie schon auch in den vorherigen Jobklassenquests, ziemlich viel vorgelevelt. Für die Leute, die das noch nicht so richtig kennen. Ich hatte eine längere Pause gemacht im Spiel Final Fantasy 14, bin erst vor kurzem wieder zurückgekehrt. Und ja, wie schaut's aus? Ich bin jetzt schon Level 70. Also wir werden zwar heute die Level 60er Jobklassenquest des Maschinisten zusammen bestreiten, jedoch habe ich schon auf Max Level 70, zumindest mit Erweiterung Stormblood, gelevelt. Das heißt, dann bin ich auch ein bisschen besser von der Story drin. Also nicht, dass es sich wundert. Und das heißt, bevor wir jetzt loslegen, werde ich auch nochmal kurz gucken in die Kommandos. Denn es gab nämlich auch Fähigkeiten, die ich jetzt schon bekommen habe, die ich jetzt natürlich nicht verwenden darf. Das wäre unfair, denn die würden ja mich wesentlich stärker machen, als ich mit Level 60 wäre. Das heißt, wir werden einmal hier den Skill, den 64er Skill, den ich schon bekommen habe, den kann ich nicht rausziehen. Das ist einfach nur eine Erweiterung von dem sauberen Schuss. Das heißt also, das kann ich leider nicht nochmal rückgängig machen. Jedoch hier Laufstabilisator, das muss ich mal aus der Leiste raushauen. Den gibt es nämlich erst ab Stufe 66 und das wollen wir natürlich jetzt noch nicht haben mit der Stufe 60er Jobklassenquest. So, sonst vom Interface, ihr seht, wie er bei mir ausschaut, ist noch ziemlich viel Lücken sind dort zu sehen. Das heißt, da ist also noch Platz für ein paar Skills. Aber da ist ja, wie gesagt, das Level 80. Gibt da natürlich auch noch viele weitere Fähigkeiten, die kommen werden. Dann werde ich auch nochmal kurz hier euch zeigen, das ist das Ausrüstungsset, welches ihr ab Stufe 61 bekommt. Und zwar in der Instanz Sirenensee. Also solltet ihr euch mal dafür interessieren, dieses Ausrüstungsset zu holen. Sirenensee, dort findet ihr dies. Und ja, ich werde auch mal kurz mal hier mein Kopfteil ausblenden, dann seht ihr auch mein Gesicht. Ist natürlich ein bisschen persönlicher, als wenn ich mich da jetzt verstecke hinter dem Helmchen. Jo, und ich würde sagen, wir legen los. Oh, ich werde mich nur durchstrecken. Und dann bin ich eigentlich bereit. Bin ich bereit, in den Kampf zu ziehen und zu erfahren, was sich nun ergeben hat die letzten 5 Jahre. So, und dann werden wir mal die Quest annehmen. Beim Stefani. Und er sagt Folgendes. Hebe die Quest Bewaffnung der Bürgerwehr. Okay, es gibt ein bisschen Routine, ein bisschen Gil, das Übliche. So, und da ist er und er sagt nun, Sirena, welch glücklicher Zufall, dass du uns gerade jetzt besuchst. Bitte zieh mir nach, dass ich direkt mit der Tür ins Haus falle. Aber bist du vielleicht mit der Ishgarder Bürgerwehr und den gewöhnlichen Bürgern in ihrem Rängen vertraut? Ehrlich gesagt nicht, nee. Ich kenne mich da nicht aus. Ich bin schon lange nicht hier gewesen. Wirklich? Du hast bereits mit Hilda zusammengearbeitet? Hervorragend. Dann lass mich gleich zur Sache kommen. Okay, also mein Charakter weiß noch mehr als ich selbst im Real Life. Ist gut zu wissen. Vielleicht erklärt er mir auch, wenn er bei Hilda war. Ich habe keine Ahnung, Leute. So, seitdem die Herrschaftsverhältnisse in unserer Stadt einen Wandel vollzogen haben, ist die Rede davon, die Bürgerwehr mit Waffen und Rüstung der Maschinisten auszustatten. Eine Initiative, für die ich schon lange geworben habe. Und als Teil dieses Plans wurde ich gebeten, einen fähigen Ausbilder abzustellen. Aber so gerne ich diese Bitte von Hilde auch erfüllen würde, mangelt es mir doch leider an geeigneten Kandidaten für solch eine Rolle.
Du hast sicherlich schon von der Befreiung aller Migos gehört, oder? Ja, das sagt mir was. Nun, nach dem Ende dieses Konfliktes wurde die Himmelsstahlwerkstätte mit Anfragen zu Material und Kämpfern überhäuft. Und ich kann derzeit keinen einzigen Maschinisten erübrigen. Ich sah mich sogar gezwungen, meine rechte Hand, Joy, in die Ferne zu entsenden. Daher ist dein Erscheinen hier ein äußerst glücklicher Zufall. Denn wer wäre für diese Position wohl besser geeignet als unser verdientester Maschinist? Mir ist natürlich klar, dass du noch andere Verpflichtungen hast. Und nicht jeden wachen Moment mit der Ausbildung der Bürgerwehr verbringen kannst. Daher habe ich vorgesehen, dass du dir den Posten mit unserem alten Freund Rostal teilst. Von seinem umfangreichen Wissen über Feuerwaffen mal abgesehen, war er schließlich einst Kommandant der Barracuda-Ritter. Diese Erfahrung sollte für die Führung der Bürgerwehr von großem Nutzen sein. Es ist also eine ausgezeichnete Wahl, um dich bei diesem Unterfangen zu unterstützen. Ich habe gehört, dass unser ehemaliger Ausbilder vor kurzem in Frohe Halde gesichtet wurde. Bitte begleite mich dorthin, Sarina, und hilf mir dabei, diesen unflätigen Banditen zu einer Rückkehr nach Ishgard zu bewegen. Okay. Da hört sich ein Plan an. Wir sollen also eine Bürgerwehr hier supporten oder irgendwie ausbilden. Okay. Hört sich interessant an, aber von den Charakteren habe ich keine Ahnung mehr. Das sage ich leider oft jetzt auch im Laufe der letzten Jobklassen-Quest, die ich ja schon gemacht habe. Also was andere Klassen betrifft. Zuletzt habe ich ja den Dragoon. Genau, den Dragoon, seht ihr hier, habe ich auf Level 70 auch noch gebracht. Das war die Klasse, die ich zuvor gelevelt hatte. Und dann den Ninja hatte ich auch schon hochgezogen, wieder nachträglich. Und den White Mage und. Habe ja schon viel auch erledigt. Und da fällt es mir leider weiterhin sehr schwer, besonders die ersten zwei Jobklassen-Quests nach so einer langen Pause wieder reinzufinden. Und wie gesagt, von den Quests her oder von den Namen her der Charaktere habe ich keine Ahnung mehr. Ich habe keine Ahnung, wer Hilda ist. Ich weiß nicht, was mit dieser Bürgerwehr auf sich tut, also was es damit zu tun hat. Wobei, das scheint jetzt wirklich auch neu zu sein. Ich meine, der Konflikt hier in Alamigo, das ist mir schon noch eine bekannte Geschichte. Aber wie gesagt, die Charaktere sind mir fremd. Aber das wird sich sicherlich auch gleich ändern. So, wo sind wir jetzt hier? In Frohe Halde. Oh, da kommen aber auch irgendwie nostalgische Momente hoch. Guckt euch das an, wie das hier ausschaut. Also früher, also wo ich noch wirklich aktiv gespielt habe, da war hier die Hütte voll. Das war hier der heiße, also der Hotspot hier. Hier waren so viele Leute unterwegs, um dann auch in den Raid durchzustarten. Hier haben die Leute alle ihre Ausrüstung sozusagen gegen diese alamigischen oder wie hießen die mal, alamigischen Steinchen eingetauscht. Also die Steine, die man beim Raid-Content bekommen hat. Dann konnte man die hier bei den Leuten, bei den Händlern eintauschen. Ah. Und meine lieben osteuropäischen Goblins, so wie ich sie liebevoll nenne, die sind auch hier hinten. Das werde ich auch nie vergessen. Oder wo wir hier mit unserem, mit meinem Livestream, wo ich ja noch früher aktiv Livestreams gemacht habe, da standen wir hier, haben eine Bolognese gemacht. Da standen wir wirklich alle in einer Reihe und haben dann irgendwie getanzt und so weiter. Das waren echt coole Zeiten. Ja, und hier, wie gesagt, meine osteuropäischen Goblins, so wie ich sie nenne. Hier der Schlaffix. Ich liebe sie. Ich liebe sie einfach. Diese Charakter. Sehen einfach knuffig aus. Ja, wie gesagt, da kommen auf jeden Fall schöne Erinnerungen hoch. Und ich glaube, die Leute, die mich aktiv auch schon früher verfolgt haben und auch speziell auch die Livestreams verfolgt haben, die wissen ganz genau, was ich meine. Aber wir sind jetzt nicht hier, um in Nostalgie zu verweilen. Wir sind hier, um eine Bürgerwehr zu unterstützen. So. Und mal gucken, was der Stefani nun noch zu sagen hat. Und er sagt Folgendes. Ist dieser Ort nicht fantastisch, Sirena? Ja, ich habe es gerade zu meinen Zuschauern gesagt. Also für mich ist dieser Ort pure Nostalgie. Ich finde ihn auch fantastisch. So, die Messwerte meines Detektors gehen durch die Decke. Allein mit der Goblin-Technologie rund um den Ätherplatz könnte ich mich tagelang beschäftigen. Aber solange werden wir wohl nicht hier sein. Rostental ist ein ziemlich auffälliger Zeitgenosse.
Jemand muss ihn also gesehen haben. Sollen wir uns mal ein bisschen umhören? Können wir machen. Wenn es wirklich ein auffälliger Zeitgenosse ist, dann sollte das kein Problem sein. Vielleicht müssen wir... Ah ne, da haben wir einen windiger Abenteurer. Der windige Abenteurer. Es ist echt so, hat so ein bisschen RTL-Style oder so Bauer sucht Frau. Der windige, wuchtige Abenteurer oder der betroffene Bauer Bause. Aber gut, hier ist der windige. So, und er sagt folgendes. Stadtplan von Frohe Halde. Oh, du hast bloß eine Frage? Ja, so einen habe ich gesehen. Er ist gerade erst die Straße hier rumgelaufen. Okay, was macht der denn hier? Der verteilt Stadtpläne, sehe ich es richtig? So, und der sagt, suchst du immer noch nach diesem Freund von dir? Für schlappe 1000 Gil kann ich dir gerne... Na gut, nun schau doch nicht so finster. Also der will mir echt hier auch Gil abluchsen, wenn ich mich... Und der verkauft dir Stadtpläne, oder was? Schauen wir mal, was steht denn da drauf? Kann man das lesen? Wahrscheinlich nicht. Ja, Junge, halt mal still. Wie soll ich das lesen, wenn du das Ding hier bewegst? Ne, da kann man nicht lesen. Aber er ist auf jeden Fall aktiv am Kommunizieren. Aber ja. Ne, Stadtplan brauche ich nicht, Junge. Also ich habe gesagt, ich war hier für 5 Jahren. Ich kenne mich aus. Das ist meine Hut hier. Also es ist wirklich... Hier geht es auch oben hier auf die Mauer. Kannst du hochrennen, das weiß ich noch. Hier oben rum. Also ich kenne mich wirklich aus. Aber wir brauchen ja jetzt noch die Information über unseren auffälligen Zeitgenossen, den wir suchen. Schauen wir mal dort hinten, da ist auch noch jemand. So, wie haben wir da? Das ist eine ältere Dame hier. Och, na? Wie geht's dir so? Kann ich Ihnen helfen? So, und die ältere Dame sagt folgendes. Ja, ein großer Typ mit Augenklappe, wie? Ich habe so einen vorbeikommen gesehen. Wie, das ist einer... Ich habe sein Vorbeikommen bemerkt, wie das einer gefährlichen Bestie. Bleib deinen Weg treu und du wirst ihn finden. Eine gefährliche Bestie? Hört sich jetzt nicht so beruhigend an. Aber ich weiß zumindest, dass es hier auch in eine Taverne reingeht, hier links. Vielleicht ist er in der Taverne. So. Und mal fragen wir nach, was die so weiß. Und sie sagt, der einäugige Hoyedin? Ja, den habe ich gesehen. War auf dem Weg in den Klippenhänger und hatte etwas ziemlich Geheimnisvolles an sich. Ich wäre ihm nur zu gerne gefolgt. Okay. Klippenhänger. Schauen wir mal. Also in die Taverne müssen wir nicht. Wir müssen anscheinend... Oder doch, hier geht's hier rein. Aha, doch, hier ist die Taverne. So, was haben wir denn hier? Das goldene Schweinchen ist hier. Kenne ich auch noch von früher. Die Klamotte habe ich sogar noch in meinem kostbaren Kabinett. Also das Outfit hier mit dem Schweinskopf. Ja, habe ich alles noch. Alles gespeichert. So, hier haben wir noch einen fröhlichen Kunstmaler. Der scheint aber ziemlich deprimiert zu sein. Hat wohl wenig Aufträge, weil hier so wenig los ist. Der denkt sich auch, kommt wieder zurück. Ich will keine Erweiterung Shadowbringers. Ich will hier wieder Leute... Erweiterung Stormlord haben und speziell Heavensward. Das ist ja eher noch hier Heavensward Business. So, und da haben wir noch den Rostental. Ja, der sieht ziemlich zugebechert aus, oder? Und der sagt mir auch noch was, also rein optisch gesehen. Ich glaube, den kennen wir auch wirklich noch von früher. Joa, der hat sich gegönnt, würde ich mal sagen. Was hat der hier? Das ist das Würstchen, ein bisschen Schinken auf dem Tisch. Ja, okay. Der scheint aber ziemlich... Entweder ist der ein bisschen traurig oder der ist einfach nur dicht. Wir werden es herausfinden. So, und Stefani sagt, ah, wie ich sehe, bist du mir einen Schritt voraus, Arena. Immerhin war es dir dieses Mal nicht ganz so schwierig, unseren verehrten Ausbilder zu finden, wie... Und Rostental das voll ist. Was? Mir war, als würde ich ein paar vertraute Stimmen vernehmen. Was verschlägt euch beide denn in diese Weiten zu mir? Wohl kaum ein Verlangen, meine hässliche Visage mal wieder zu sehen, oder?
Scharfsinnig wie immer, mein Freund. Wir sind in der Tat hier, um dir eine interessante Aufgabe anzubieten. Ah, ich brauche deine Hilfe. Ich soll schon wieder jemanden im Rumballern unterrichten? Vergiss es. Warum fragst du nicht Joel? Na, Joel ist viel zu bescheiden, um sich als Ausbilder durchzusetzen. Zudem ist sie gerade im Auftrag der Werkstätte unterwegs. Und wenn ich mich recht erinnere, verfügst du über umfangreiche Erfahrung im Befehligen einer militärischen Einheit. Ah, bist du blöd oder so? Oder hast du das schon wieder vergessen? Meine erbärmlichen Führungsqualitäten bei den Barracudas waren es doch, die meinen Ruf ruiniert haben. Glaubst du ernsthaft, dass jemand wie ich imstande werde, eure Bürgerwehr zu trainieren? Also, ich sage entweder du bist der beste Mann für den Job oder nun, wenn du nicht den Mumm dafür hast. Na komm, ich versuche mir ein bisschen aufzubauen. Ich sag mal, du bist der Beste für den Job. Bei den sieben Höllen. Du musst wirklich verzweifelt sein, wenn ich der Beste bin, den du hast. Nun, wenn man stark genug kratzt, findet man vielleicht doch noch etwas Stahl unter all dem Rost. Heißt das, du nimmst es an? Nicht zu voreilig, Chef. Ich werde meine endgültige Entscheidung erst treffen, wenn ich mich mit dem Mädel unterhalten habe, das die Bürgerwehr anführt. Anscheinend müssen wir ein Treffen mit Hilda arrangieren. Könntest du dich vielleicht darum kümmern, Sarina? Kann ich machen. Vielen Dank. Jetzt sollte ich aber wirklich in die Werkstätte zurück. Ich muss noch einen ganzen Berg an Munition herstellen, wenn ich all die Bestellungen erfüllen möchte. Mach die Werkstätte stolz, mein Freund. Naja, dabei hatte ich mich gerade erst wieder aufgewärmt. Wir sehen uns in Ishgard, Sarina. Geht klar. Ja, das war gut. Haben wir also einen Weggefährten, den ich auch noch kenne. Also wie gesagt, vom Namen her, optisch sagt mir das alles auf jeden Fall jetzt wieder was. Hilda hingegen sagt mir noch gar nichts, aber Hilda werden wir jetzt gleich in den Schwaden kennenlernen, so wie es ausschaut. Gut, also wir sollen wirklich eine Bürgerwehr anführen und dann im Kampf in Alamigo anscheinend da ein bisschen aufräumen und helfen. Aber es ist ja schön zu sehen, dass die Maschinistengilde auf jeden Fall auch gefragt ist. Also die sind da wirklich auch jetzt mittendrin. Das war ja zu Beginn gar nicht so ein großes Ding gewesen. Ich kann mich gut erinnern, dass die Maschinisten speziell zu Beginn von der Erweiterung Heavensward nicht gerade so den besten Ruf hatten und sich erst bewähren mussten. Aber das hat sich jetzt sozusagen auch erledigt anscheinend. Jetzt werden sie von Aufträgen überhäuft. So, jetzt müssen wir noch zu Hilda. Wer ist Hilda? Mal schauen. Hier sind wir in den Schwaden, in den Slums von Fundamente. Da ist Hilda. Hilda, sagst du mir was? Ja, doch, optisch sagt mir auch was. Aber von der Story habe ich keine Ahnung mehr, was für eine Rolle sie früher hatte. So, sie ist im Gespräch anscheinend mit dem Tempelritter hier, mit kaltem Blick und mit ein paar Bewohnern. Mal gucken, was sie uns zu sagen hat. Es scheint einen Konflikt zu geben. So, der Tempelritter mit kaltem Blick sagt Folgendes. Ist das klar oder muss ich mich in einfachen Worten ausdrücken? Ich erwarte nicht viel von euch in niederem Lumpenpack. Wenn ihr Ishgard dienen wollt, dann begreift, wo ihr hingehört und bleibt uns aus dem Weg. Da ist ein Sonnenschein. Und Hilda sagt, blaubütiger Bastard. Er würde sich wohl kaum trauen, seinen Mund so aufzureißen, wenn sein Boss hier wäre. Schön, dich zu sehen, Sarina. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du auf dem Weg wärst. Die Jungs und Mädels hier waren hoch erfreut, als sie erfuhren, dass sie unter Ishgards Retterin trainieren würden. Das freut mich zu hören. So, unser Freund ist auch dazu gekommen. Und du musst Rostental sein, wie?
Ich muss dich warnen, die Bürgerwehr ist ein rauer Haufen. Sie sind keine formale Ausbildung gewohnt. Und du wirst sie hart rannehmen müssen, bevor sie zu mehr als Kanonenfutter taugen. Hart rannehmen, sagst du? Ich mach das auf die Piratentour-Mädel. Sie werden schon nach der ersten Glocke Blut pissen und nach ihrer Mama schreien. Das werden wir sehen. Ich weiß ja nicht, wie es in den Gassen von Limsalominsa zugeht, aber die Schwaden sind nicht gerade ein Ort, wo zarte Pflänzchen gedeihen. Meinen Leuten mag es an Fähigkeiten mangeln, aber das gleichen sie durch ihren Willen wieder aus. Ha, ich liebe Herausforderungen. Nun dann erzählt mir doch mal, welche Rolle deine Bürgerwehr in Ishgard einnehmen soll. Also gut. Offiziell sind wir wieder Teil der Eoseischen Allianz, nicht wahr? Und wenn die Tempelritter losziehen, um sich um irgendeine Krise zu kümmern, sind auf den Straßen kaum noch Soldaten vorhanden. An dieser Stelle kommt die Bürgerwehr ins Spiel. Wir haben bisher weitgehend unabhängig operiert, aber nun möchten die Häuser Ishgards uns anheuern. Wir sollen quasi die Löcher in den Mauern stopfen, wenn man so will. So, und einer der Bürger sagt, ha, und das Beste daran ist, dass wir für etwas bezahlt werden, das wir bisher ohne Vergütung getan haben. Klingende Münze ist unser Geldbeutel und warme Mahlzeit ist in unserem Magen. Da kann man sich nicht beklagen. So sieht's aus, doch nicht alle sind mit dieser Vereinbarung einverstanden. Es gibt zahlreiche Adlige, die unsere Arbeit behindern wollen. Sie sind nicht gerade begeistert von der Idee, dass gewöhnliche Bürger sich bewaffnen und organisieren. Ich vermute, der einzige Weg, um diese Bastarde das Maul zu stopfen, ist, alle anderen von der Wichtigkeit unserer Bürgerwehr zu überzeugen. Aber wenn wir uns beweisen sollen, brauchen wir ordentliche Ausrüstung und eine gute Ausbildung. Darum kratze ich alle unsere Münzen zusammen und bat Graf Helinard um Hilfe. Nun haben wir Feuerwaffen und zwei gewitzte Ausbilder, um uns im Umgang damit zu unterweisen. Gut, ich habe genug gehört. Ihr könnt keine Leute beschützen, die eure Autorität nicht anerkennen. Tut einfach, was der alte Rostental euch sagt, und wir werden den Bastarden schon Respekt einbläuen. Ich weiß auch schon, womit wir anfangen. Stell einen Trupp aus deinen besten Leuten zusammen und verpass ihnen einen knackigen Namen. Einen Namen, der alle Zweifler aufhorchen lässt. Du meinst also eine Eliteeinheit wie die Dragoons oder die Azurgarde? Ich vermute, dass die Hochwohlgeborenen von einem guten Namen beeindruckt wären. Aber mir fällt ums Verrecken keiner ein. Mal sehen. Lass mich überlegen. Wie wäre es denn mit Hildas Himmelshunde? Der gefällt mir. Was haltet ihr davon, Leute? Die Hildas Himmel, Leute. Aha. Sobald sie die Leute für die Himmelshunde beisammen haben, werde ich ihnen die Grundlagen beibringen. Wenn sie ihre ersten Schritte gemeistert haben, kannst du ihre Fähigkeiten dann auf die Probe stellen. Klingt nach einer fairen Arbeitsteilung, oder? Können wir machen. Alles klar. Ich werde sie in Windeseile in Form bringen. Wollen doch mal sehen, was diese Schwadenbastarde wirklich drauf haben. Und somit schließen wir also schon die Quest ab mit Stufe 60. Bewaffnung der Bürgerwehr. Ja, und wir hören, das ist auf jeden Fall ein rauer Umgangston hier. Also die sind nicht zimperlich, die Maschinisten. So, und hier steht noch, du setzt den Weg des Maschinisten fort. Sobald du als Maschinistin Stufe 63 erreicht hast, kannst du von Hilda den nächsten Auftrag erhalten. Die Voraussetzung für den nächsten Maschinistenauftrag kannst du im Archiv einsehen. Dankeschön. Das weiß ich. Und so schaut's also aus. Hildas Himmelshunde. So heißt also jetzt die neue Gruppierung, die wir hier entstehen lassen. Ich finde den Namen jetzt
nicht gerade ultimativ kreativ, auch nicht großartig bedrohlich, aber wir werden das dann mit unserem Handeln untermauern, würde ich mal sagen. Bis jetzt wieder ohne Kampferfahrung sind die Leute, aber die, aus denen werden wir noch ordentliche Maschinisten machen. Material, Bewaffnung und so haben wir anscheinend. Ich bin also einer der Ausbilder und mit Rostenthal an meiner Seite, der die mal hart rannehmen wird und mal ordentlich mal auf den Zahn fühlen wird, kann das eigentlich nur gut werden, glaube ich. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Eindruck, was auf uns zukommt. Also, wir gründen eine Bürgerwehr, um im Endeffekt hier Ishgard zu beschützen, da die Dragoons und die Azurgarde eher für andere Operations unterwegs sind. Das heißt, wir sind sozusagen die Bürgerwehr, die halt im wahrsten Sinne des Wortes die Bürger schützen sollen. Und da bin ich mal gespannt, wie wir das dann auch in der Zukunft meistern werden und was wir erledigen müssen, um den Respekt zu bekommen. Es geht viel um Respekt anscheinend. Das ist auch schon zuvor gewesen bei der Jobklassenquest von Stufe 50 bis 60 bei Maschinisten. Also neue Klassen im Spiel Final Fantasy 14 müssen sich zuerst mal beweisen. Aber kein Problem, machen wir. Und dann würde ich sagen, haben wir die erste Folge also gewuppt. Und solltet ihr Lust haben und neugierig sein, wie es weitergeht, schaut einfach beim nächsten Mal rein, wenn es heißt Stufe 63er Jobklassenquest des Maschinisten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn euch das gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Eure Meinung zur Jobklassenquest und ob euch das gefällt. Und gebt den ganzen einen Daumen hoch. Mich würde es freuen. Und da bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, egal wie viel Uhr wir haben. Bis zum nächsten Mal, euer Cyrena Levis hier im Spiel Final Fantasy 14. Tschüss.